Das letzte Gefecht also. Das ist eine sehr hübsche Map auf mehreren Ebenen, okay. Ja. Schaut complicated aus, mit wenig... Bad News. Schlechte Neuigkeiten. Hey, unser Freund ist wieder da. Und er hat sich vervielfältigt. Ja, dreimal. Was? Oh nee. Und die haben alle dieses Loch schon im Bauch, das ist praktisch. Das haben die von Anfang an. Schade. Schön wär's gewesen. Ach du Scheiße. Oh, warum wird da keine Welle angezeigt? Weil das die letzte Map ist. Wir hatten in der letzten auch keine Welle, glaube ich. Ich muss gerade sagen, die Zeichnung von Sweet gerade auf dem Bild finde ich gerade so richtig episch. Da steckt so viel Emotion drin. Halte für mindestens 10 Minuten durch um Zeit für Eckerregung zu erwähnen. Wir zählen auf dich, okay. Ich muss das durch praktisch. Survival ist das jetzt. Simon? Ah? Die Story ist gerade hier richtig emotional mit den Bildern. Die wird voll übersprungen. Ja. Ja, haben wir. Ich hab genug von all diesem Mist. Alles, was wir tun, ist nur diese Brightsider zu retten, während andere Tausende zurückgelassen werden. Ja. Evacuate, evacuate. Jetzt auf oben rennt's. Das ist schön. Wie viel müssen wir durchhalten jetzt? 10? 10. Mindestens 10. Danach können wir dann praktisch frei weitermachen. Hm. Ja, halt so. Survival of the fittest. Survival. Mhm. So, wie machen wir diese jetzt? Erstmal erforschen. Ich versuche aber wirklich mal das mit dem Turmschaden mal zu testen. Ja, mach das. Hier liegt zum Beispiel schon eine Leiche von irgendwas. Könnte ein ziemlich deformierter Spucker sein. Komisch aus. Aber ziemlich deformiert. Wo genau seid ihr schon? Guckst du Map? Ich laufe jetzt mal in die Kantine. Da wo auch alle zu sein scheinen. Ja. Bestimmt irgendwo ein Knopf. Einer? 12. Auf jeden Fall ist da ein Anzug, wo mehr Menschen drin sind. Okay, ready. Hey! Vorsicht, Leute! Ja. Gerade. Ich dachte, die Dinge können wir wieder rausschießen. Die Musik ist schön. Ich mag nebenbei diese kleine Cafeteria hier oben. Ja. Wenn mir in die Ecke passt. Ich gehe mal kurz selber auf bereit, weil ich möchte mal kurz die neue Waffe anschauen. Ah, schau mal. Einmal ist es so ein langsamer Plasmaball. Moment. Der viel Schaden macht. Und voll hübsch aussieht, finde ich. Boom. Oh, der explodiert. Ich finde, der sieht wirklich hübsch aus. So. Bang. Und eigentlich ist das ein Sniper. Mit 20 Schuss jetzt bei mir. Weil ich habe ja die taktische Gegenüberstellung. Das heißt, ich habe sogar eins der wenigen Waffen, die noch ein vernünftiges Visier haben. Okay. Oh, da kann man hin. Und so. Cool. Offenbar. Ja, das ist die untere Ebene hier. Nee, auf der Map sind wir außerhalb. Hey, Exploration. Also, dieses riesige... Ein Evakuierungsschiff, ja. Ja, da müssen wir dann wahrscheinlich hin. Nee. Hier ganz hätte es noch eine Tür. Also wenn die nicht irgendwie aufgeht, dann weiß ich auch nicht. Ja, nur noch Knöpfchen finden. Nee, die Tür. Vor der Tür ist eine Ghost Wall. Ade. Oh. Also wirklich knapp davor, direkt schräg davor. Also groß ist das Schiff eigentlich gar nicht. Das ist ja das Problem, deswegen können ja nur die paar letzten dämlichen Bright Homers da retten. Das, was da oben fliegt, ist mal einiges größer. Oh, fliegt was. Oh. Oh. Ne? Da so das gegen ist, Norden. Das ist klein. Etwas. Jo. Ich bin kein großer Freund von Präzisionsgewehren, aber hier, wenn ich jetzt quasi Simos Gewehr in klein habe mit 20 Schuss, was ein bisschen weniger Schaden macht dafür, da kann ich mit leben.
Markus, bleib mal kurz stehen. Oder Simon in dem Fall. Oh. Ey, eine Laserpistole. Alter, das ist einfach, das ist ein Rapidfeuergewehr einfach. Das verzieht fast gar nicht. Mal ganz kurz so gucken. Oh, hier ist noch so ein Vieh. Ja, geil. Kann man so nutzen. Okay. Macht wahrscheinlich auch an Schwachstellen mehr Schaden. Wahrscheinlich viel mehr, weil es ein Scharfschützengewehr ist, aber hey. So. Ohre. Da geht's auch noch weiter. Was zum? Kommt man hier außen rum irgendwie durchklettern? Ja, kommt man sogar. Nice. So, eine Riesen-App. Überall Leichen und Ediports und was weiß ich nicht was. Ja, und überall Alpha-Walls, ey. Also was hier liegt, ist auf jeden Fall ein Spucker, ja. Ja. Hier sind noch... Nur um das einmal geklärt zu haben. Jo. Huch, okay, ich laufe. Are you alright over there? I'm walking in the air. Vor allem hier einen Knopf zu finden, wird ja auch unmöglich irgendwie. Aber ernsthaft, ich renne hier gerade durch die Luft. Das ist toll. Pretty. Jetzt nicht mehr. Ich bezweifle wirklich, dass man mit dieser Waffe Schaden machen kann, aber mir gefällt die Waffe. Nein, schon wieder runtergefallen. Da hinten ist aber irgendwas wegen Plattformen. Ich weiß nicht, ob man da drauf kommt. Vor allem da unten sind einfach wirklich... Da ist ein Krieg gewesen hier unten, ne? Anscheinend. Was ich cool finde, oder da unten aus dem, da unten, da in der Ecke, da wo das rote Licht leuchtet, ne, an dem Ausgang, hier beim Kern noch. Da ist gerade eben jemand durchgelaufen. Ja, ich hab's auch gesehen. Vielleicht kann ich ihn ja umbringen. Sowas finde ich immer echt schlechtes Level-Design. Wenn du irgendwas Offenes hast und du kannst nicht raus. Oh, noch mehr schlechtes Level-Design. Ich klippe durch Wände. Und Boden. Also alles. Na, das ist dann schon eher ein Programmierer oder Engine-Fehler. Auch gut. Das ist einfach nur, es ist nicht geplant, dass man da je hinkommen soll. Aber es ist so einfach, hier hinzukommen. Ja, aber dann sollen sie irgendwie eine Glaswand hinmachen oder ein Force-Field, aber keine Alpha-Wall, die undurchsichtig, die durchsichtig ist. Nebenbei hat dieser Krieger einfach den Wehrpflichtigen erschlagen hier. Den habe ich auch schon von, ja. Okay. Man kann auch Pech haben. Die Tür sieht mir sehr aus, als müsste sie aufgehen. Einfach nur, weil die ein rotes Licht innen hat, was blinkt. Ja, Markus ist blöd. Geht da bloß aufs Dach rauf. Du kannst auch ruhig mal aus dem Gereitstatus rausgehen. Nein, ich muss die Waffe noch weiter begutachten und mich über die Waffe freuen. Ja, das kannst du auch im Spiel noch. Nein, Keks. Nur einen? Dann höre ich nicht auf. Jetzt wird er auch noch gierig, ja? Glaublich, der Typ. Hier sind einfach ganze zwei gestorben, weil das Teil angefangen hat zu brennen. Huch, und da bin ich tot. Jo. Fangen wir da mal an. Jo, ja, ich hätte mir was überlegen sollen, wa? Jo, ne? Jo, ne? Nein, Priorität 1 ist erstmal eine Damage Zone hinzubekommen. Wie viele Türme haben wir? 7. Okay, komische Zahl. Ja, wir haben eigentlich 10. Ja. Ich gehe mal ganz kurz hier in die Dings rein, nur um die Map mal von ein bisschen von oben zu überblicken. Ich würde fast sagen, erstmal hier die beiden oberen Brücken zu machen. Die kommen beide von da hinten aus den beiden Seiten, ne? Ja. Auch nur von da in dem Fall. Ne, die können von überall unten rauskommen wahrscheinlich, ja. Höchstwahrscheinlich. Die einzige Möglichkeit, eine Damage-Zone zu errichten überhaupt, ist der Kern. Jo. Davor. Also müssen wir den Ort möglichst so ausbauen, dass von allen Seiten der längste Weg entsteht. Das heißt, wir müssen die über die Brücken leiten. Nee. Doch, weil die können nach unten raus, würde ich mal behaupten.
Ich hätte es jetzt so gemacht. Oder komm. Moment, ganz kurz. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen dumm gerade, wie immer. Ja, die Brücken sind ein sehr, sehr direkter Weg eigentlich. Ja, aber wir können ja eh nichts stellen. Also hätte ich es so gemacht, müssen dann da schön außen rum gehen und hätte hier irgendwo eine Damage-Zone errichtet. Vor allem, weil nämlich gerade hier unten aus dem Weg, auf dem ich gerade stehe, die Türen hier, die werden garantiert... Nimm's zurück, die gehen an sich schon auf, da sieht man schon Flieger, die da lang kommen, die Ecke lang. Mhm. Weil hier steht ja auch schon so ein Simo rum. Dant. Steht noch da. Nur gerade irgendwie verschwunden kurzzeitig, weil es geht. Mhm. Warum suchen wir nicht andersrum? Na, auf bei... einem Plattform hätten wir auf längerem Weg Platz. Bei Flieger. Flieger kommt von oben. Das heißt, die Damage-Zone muss auch, sollte auch oben sein. Ja gut, das ist... Okay. Dann machen wir das aber so. Was ich sagen muss, ist, dafür kommt mein 1500 Punkte gleich in der ersten Runde zugute, ne? Ja gut, ist halt die Frage, ob wir danach wirklich groß bauen können, wo dann alles Zeitlimit sein wird. Muss nicht sein, also. Man muss bauen können, weil... 1500 Punkte und 7 Türmen werden die uns nicht die ganze Map bestreiten lassen. Das wäre doch sehr brutal für den ganzen Rest. Naja. Nee, ehrlich jetzt, das wäre sehr brutal. Hm. Aber hier ist echt kein Knopf, hier sind so viele Türen, die so geil wären, ja. Aber nö. Hier ist echt eng, ob man nicht viel Platz füllen muss. Wäre es nicht eigentlich besser, wenn wir die Sachen bis auf einmal ausplatzieren, damit wir dann unter Umständen noch irgendwie Platz haben? Könnte man unter Umständen machen. Ja, dann mache ich jetzt dabei erstmal das zu. Ich glaube, hier oben die Plattform wollten wir eh nicht nutzen, so technisch, oder? Nee. Oder was? Meinst du da, wo du gerade bist? Ja. Ja, nee, die wollte ich nicht nutzen. Bloß zum Blockieren. Und wahrscheinlich, wenn wir am Ende genug Türme haben, um einfach ein Labyrinth zu bauen, wahrscheinlich, ne? Jo. Nebenbei, wieso sieht unser Simo eigentlich nicht so cool aus? Keine Ahnung. Warum denn? Unser Simo ist einfach nur weiß. Es ist halt ein altes Modell. Nee, ist er ja nicht. Die Standardversion ist weiß, die Serverversion sieht auch ein bisschen schick aus. Bisschen was schick. Bisschen was ziemlich schick. Exakt, wir stellen, weil wir so viel Geld haben, stellen wir jetzt einfach hier überall unsere Tunnel drauf. Okay. Weil die laufen da auf jeden Fall durch, alle. Perfekt. Ist dein Ernst, okay. Ja, wir haben so viel Geld, also. Aber welche vier Türme sind hier drauf? Ja, du könntest meine Kerne mal auf der Alpen. Könnt eigene Türme setzen. Mit meinem Geld. Ja, ist das meine Schuld? Ja. Nein. Boah. So, Kanonenturm, Fokus oder... Fokus wahrscheinlich. Nicht Fokus, ja, ne? Ich meine immer Raketenturm, wenn ich Kanonenturm sage eigentlich. Ich pack den Fokus aber an den Kern eher, oder? Obwohl ein Flak wäre nicht. Nein, noch nicht. Ja, okay, 6 könnte man selber machen. Ja, nee, am Kern, fürs Erste. Die Flak, hier die Dings aber, naja. Mhm. 3 reicht genau noch zum Aufwerten. Jo. Was hat er das ausgerechnet? Als ob. Mal kurz gucken, wo ich ist es? Ich infizierte damit nichts. Ich geh hier hin wahrscheinlich, ja. Hab gehst du rüber zu den Kämpfern? Gehst du zu den Kämpfern? Ja, kann ich machen. Ja, weil du hältst am meisten Schläge von denen aus. Ja, ja.
okay, ich habe auch schon einen besseren Plan, wie man eine Damage-Zone machen kann. Gut, für später dann aber. Ja. Na dann, auf zur wohl epischsten Schlacht dieses Spiels. Jawohl. Yay. Yay. Ja, das wird anstrengend. Ah, nö. Wir haben übrigens auch einen Roffel NATO, ne? Ja. Ich müsste schneller rennen können. Die Simos stehen komplett falsch. Die haben vergessen. Ja. Ein bisschen Kanonenfutter. Warte mal. War das ein Stun vom Kern? War da was am Kern? Nein. Hätte ich stehen geblieben. Ja, ich glaube, irgendwas hier kann seine Fälle tatsächlich brauchen. Ah. Wegeviecher. Ja, wir sollten uns mal um Wegezeug kümmern. Was? Wegeviecher. Überall. Ja, einfach ist es nicht unbedingt. Aber es sind alles andere Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Außer ich sterbe mal wieder. Okay. Nein, mich angreifen. Das ist nur irgendein Einsamer da. Pass. F2. Yay. Nebenbei. Ja. Das Gewehr, was ich in der Hand halte, macht ohne Schwachstellentreffer pro Schuss von 120 etwa 150 Schaden. Mit Schwachstellentreffer aber 1200 bis 1500 pro Schuss. Das heißt, dass ich halt quasi, wenn ich 1500 rechne, 30.000 Schaden mit einem Magazin hinhauen kann. Das ist ein cooles Gewehr, aber ich komme mit Präzisionsgewehren nicht klar, vor allem weil die ganzen Gegner, die wir bekämpfen, einfach die Schwachstellen A nicht mehr so einfach und B nicht vorne haben. Kannst du deine Blöcke mal platzieren? Ja, klar kann ich das. Dankeschön. So, und jetzt können wir unsere Türme auch besser aufsetzen. Ja? Siehst du, was ich machen will? Ja, schon, ja. Nimm mal kurz die hier wieder runter, ne? Hin und her rennen, weil man die Einheiten nicht per Funk oder so befehligen kann. Nein, muss man auch neu machen. Rückenschalter am besten noch. Ja. Best musst du selber noch irgendwie mit deinem Laptop ranrennen und die umprogrammieren, dass sie das machen. Du musst noch einzelne Verstellrädchen umdrehen, damit die Zahnräder anders laufen, ja. Ja, das wäre... Oder die Dampfrohre umleiten, das ist fast Steampunk-mäßig, ja. Dampfrohre umleiten. Ja. Macht man so in Steampunk. Oh, da steht ja einer ganz alleine unten im Kanal. Den töten. Ich hab den da nicht reingestellt. Der hat sich ja selbst hingestellt. Das ist ein ganz trauriges, einsames Menschlein. Stell dir mal zu den anderen. Ich pack mal hier mittig vor den Kern die Flak, ne? Jo. Mhm. Passt.
Oh, der hat nicht viel mehr Range. Eben. Reicht auch genau bis zum Kern. Wunderbar. Ich bin von unserer Damage-Linie nicht überzeugt, aber mal gucken. Ja, das wird auch später eine Damage 2 Linie, zweitige Linie. 2, nicht eher 3? 3 geht nicht. Naja, hier oben ging es halt noch, ne? Auf der anderen Seite ein bisschen was und hier hinter. Markus, ich weiß, du würdest gerne, aber lässt du mir die, zumindest ein oder zwei der Schwämme? Ich möchte die Waffe testen. Oh, es sind Schwachstellen. Ja. Ich möchte wirklich die Waffe meiner Schwachstelle testen. Natürlich, okay. Darf ich die Sporenhüter machen. I'm ready. Klar, du hörst am meisten aus. Ja, ja. Ich hab mir nicht die Klasse für dich ausgesucht. Das nicht, aber haben wir getestet und die Klasse bauen wir halt, damit eure Spielweise halbwegs vernünftig zu meiner passt. Man braucht immer einen Tank. Sporenhütte ist schon relativ nah. Kann dann folgen. Mhm. Yeah. Oh, diese doofe Wand. Weil meine Raketen weggeploppt. Ich muss aber sagen, taktische Gegenüberstellung ist eigentlich die Waffe so ein bisschen wie eine coole Version des Assault-Gewehrs. Explodiert halt nicht mehr so stark und hat keinen Rückstoß. Das Assault-Gewehr explodiert gar nicht. Achso, ein Kampfgewehr war das, genau. Ich meinte halt die Standardwaffe von Sky. Du. Ich dachte mal, es ist ein Kampfgewehr, so wie du es vorhin noch hattest. Prügelknabe. Ja. Nee, das finde ich auch geil. Das ist ein, damit kann man einfacher umgehen. Oh ja, die schweren Läufer, um die kümmere ich mich. Oder zumindest so ein bisschen, weil. Einmal Blöcke, Dongle. Wo steckst du? Wo steckst du da? Nee, das ist ein. Halt. Hier.